Willkommen zu einem der besten Formate auf YouTube. Scheiße. War das nicht ein tolles Intro? Ja, das ist immer noch das gleiche Intro, nur mache ich diese Folge jetzt wieder mit Schneidi-Arbeit. So, erstmal das richtig hinsetzen. So, hallo. Themen! Aktuell mache ich ja hier voll die geilen Projekte. Ich mache hier Minecraft, ich mache PvP, ich mache Aura, ich mache normalen Minecraft. Und dazu mache ich aktuell Destiny, was ich vorproduziert habe, weil ich es gesuchtet habe. Und die Last of Us, und da komme ich nicht zu, das aufzunehmen, weil ich ein Dummkopf bin, haha. Aber den Rest erzähle ich euch einfach in einer anderen Folge von... Hey, L! Loot Chest! Heute befassen wir uns nicht mit der Loot Raider, nein, mit der Loot Chest. Heute in der heutigen Loot Chest ist ein Ei drinne. Mit Star Wars. Da sind irgendwelche Jelly-Bohnen drinne und eine Figur, und zwar einen Anakin-Kopf. Oh Mann, das ist cool. Das wohl Beste da drinne ist ein Transformers. Transformer! Was ist das für ein? Ich will einen guten Transformer. Oh, den muss ich auch noch selber zusammenbauen, oder was? Keine Ahnung, was das lila, pinke Ding sein soll. Irgendwas mit Ninja Turtles. Yay! Aber ich habe auch wieder keine Ahnung, was das sein soll. Haha, das ist sowas. Blub. Blub, 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 blub. Das riecht richtig eklig, Mann. Ein Manga. Erklären wir nochmal, warum fliegen wir nach Japan? Piro, ein fantastischer Manga- und Anime-Fan. Und Lago, ein amerikanischer Hardcore-Gamer. Und L33T Hexorm4573er fliegen außer einer Laune heraus nach Japan und stranden dort, weil sie den Rückflug nicht bezahlen können. Bei ihrem Versuch, einen Platz zum Schlafen zu und Geld für den Heimreise aufzutreiben, erleben die wie ein Tokio aus ihren... Oh mein Gott, diese Spannung. In Tokio aus ihrer einzigartigen erleben wir Tokio aus ihrer einzigartigen und absolut unterschiedlichen Perspektiven. Erste Seite aufgeklappt, direkt Brüste. Naja, kann man ja nicht sagen, dass das Brüste sind. Also das sind eher so Zeichnungen. Das sieht aus, als wenn er versucht hat, was zu malen, aber es nicht fertig bekommen hat. Ihr versteht, was ich meine. Und dazu dieses T-Shirt. Von was das ist, weiß ich gerade auch nicht. Gucken wir mal in die Broschüre. Die sagt mir, dass das der Manga Akira Shirt. In Tokio ist es Toy by Explosion. Ein Akira ist wohl auch ein Anime, ne? Das ist alles so heute so anime-technisch angelegt. Und hier haben wir eine CD dabei noch. Das sind Creeper und Roboter. Ein Roboter. Hören wir jetzt mal einfach mal in die CD rein. Interessante Musik. Das war die Loot Chest. Das war die Loot Chest. La 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 Loot Chest. Danke für die Loot Chest. Kommen wir nun zu einem zweiten interessanten Thema. Das werde ich jetzt nicht komplett unboxen. Ich werde es nur zeigen. Ein neuer Popschutz. Und zwar das ist MS-250. Ich konnte das gerade nicht lesen, weil es spiegelverkehrt ist. Der neue Popschutz ist popping. Dazu einen neuen Mikrofonständer, der da eingepackt steht, aber da nichts draufsteht und deswegen das sich nicht lohnt, in die Kamera zu halten. Und wofür brauche ich das Ganze? Für das neue Mikrofon. Ja? Das Podcaster. Uta, 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 u. Es ist immer noch spiegelverkehrt. Aber Podcaster habe ich mir geholt von Rode und damit, ne, werde ich mal testen und gucken, wie die Qualität wird. Soweit ist sonst immer alles auch verlinkt in der Beschreibung. Da könnt ihr immer nachgucken unter Equipment. Da werde ich wahrscheinlich ab in Zukunft das auch verlinken, weil Leute eh immer fragen.
Und dann sehen wir uns am Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch.